Sigurd, frühere Einfahrt, Auffahrt auf die A4 Richtung Köln oder von Köln kommt oder Richtung Aachen. Parkplatz Mannheimer Bürger war das hier mal. Hier ist keine öffentliche Straße mehr, sondern RWE-Werkstraße. Und wir schauen uns mal den Zustand der Rettungswege an. Also theoretisch wäre hier eine Durchfahrt möglich durch den gesamten Wald rüber nach 2 Kilometer oder so, rüber nach Mannheim. Von Mannheim aus ist keine Durchfahrt möglich, weil RWE einen riesigen rosanen Betonklotz dahingestellt hat. Und hier geht auch nichts. Die Durchfahrt wurde mal vor Jahren gesperrt, weil RWE da einen Stützpunkt gebaut hat, um eine Giftmülldeponie zu entfernen. Eine Altlast von früher, aber RWE als Besitzerin ist verantwortlich. Das wurde eingestellt in dem Moment, wo hier Rodungsstopp war, schon vor 2 Jahren. Sie müssen es trotzdem machen, sie machen es aber nicht. Und Durchfahrt hier könnte frei sein. Auf der linken Seite grüne Markierungen, das wäre mal 2018 Rodungsgrenze gewesen. Alles links hier wäre verschwunden und alles rechts wäre geblieben. Jetzt gucken wir mal, wie es da hinten aussieht. Sehr ruhig im Wald. Oh, Polizeieinsatz, hörst du nur die Vögel und den Wind. Und hier fährt natürlich links ab und zu mal ein Auto vorbei. Auf dem Weg vom Seco Point nach Hause oder zum Seco Point. Da sind 2 kleine Betonklötze, die, naja, sind schon mal bei Mannheim, ist was in der Größe schon mal zur Seite geschoben worden. Aber die jetzt aktuell da steht, der ist doppelt so groß, so 2 auf einmal. Ein Tor. Die Hälfte mindestens der Zäune sind abgebaut. Auch von RWE. Ich weiß nicht, wer das war. Ich habe mal einen ausführlichen Vortrag gehört, was da alles drin ist. Ich konnte es mir leider nicht merken, aber sehr giftig und muss da weg. Im Prinzip könnten da jede Zeit spielende Kinder buddeln und
Plane abgedeckt, aber die geht natürlich auch kaputt. Tote Fichten da hinten links. Das war hier dann auch immer nachts beleuchtet und bewacht und Fahrzeuge vom RWI standen hier. Gießwerk da hinten. Das ist laut. Zufahrt von der früheren Autobahn. Ja, also ich gehe da mal nicht runter, weil, wie gesagt, das heißt, es ist sehr giftig da. Es stehen hier keine drei Schilder und Absperrungen und sowas gibt es auch nicht mehr. Grillplatz Mannheimer Bürger, da hinten 100 Meter rechts war das. Ja. Aber die neue Aussage der Polizei ist ja, die Barrikadenräumung hat nichts mit Rettungswegen zu tun. Im letzten Jahr hieß es immer, wir müssen die Rettungswege freihalten. RWE hat eine Verkehrswegesicherungspflicht im Wald, was natürlich Quatsch ist. Paragraph 31a des Waldforstgesetzes NRW. Könnt ihr mal nachlesen. Da steht nichts davon drin. Und im Rest des Gesetzes natürlich auch nicht. Also, da hieß es, genau, RWE muss die Rettungswege freihalten für Feuerwehr und Krankenwagen. Und dann haben die zuständigen Stellen für also Feuerwehr und Sanitätsrettungswesen haben gesagt, nö, für uns braucht ihr das nicht. Wir haben da kein Problem, aber ihr müsst uns nicht vorschieben als Grund. Und deswegen heißt es in diesem Jahr, im letzten Jahr hieß es, RWE räumt unter Mithilfe, geschützt von der Polizei NRW Aachen, die Rettungs- und Zufahrtswege und kommt seiner Wegesicherungspflicht nach. Und dieses Jahr machen sie genau dasselbe. Und das heißt aber jetzt, die Polizei
NRW Aachen macht sich die Wege frei, um jederzeit nach Straftätern im Wald patrouillieren zu können. Und deswegen kommen sie 2-3 Mal in der Woche im Augenblick. Und die Arbeiten werden von RWE durchgeführt. Ein großer Bagger, manchmal auch ein Cherrypicker. Letzte Woche, diese Woche nur der Bagger. Und so 5 Sekus. Und gestern eine halbe Hundertschaft, um das zu sichern. Also, das haben sie gesagt, wir sind wieder da, Barrikadenräumung. Was ich gesehen habe, war gestern, ging es darum, den Pflanzenbewuchs wuchs auf dem Wall, der schon sehr dicht und sehr hoch war, zu mähen und klein zu häckseln. Und der Wall ist jetzt sehr gut begehbar, aber dazu hätte es nicht 8 Wannen Polizeischutz gebraucht. Die waren einmal kurz durch den Wald gefahren und dann standen sie außen auf der Autobahn und haben diese Rodungsarbeiten auf dem Wall gesichert. Nun ja, das wäre auch ohne gegangen. Ist auch nicht deren Aufgabe. Ja, also hier in diesem Waldstück scheint jetzt die Polizei nicht patrouillieren zu wollen, weil hier ist nichts geräumt. Wäre ein schöner Weg. Fußweg führt. Hier ist ein Trampelpfad außenrum. Die Barrikade ist auch schon sehr alt hier. Totholzbarrikaden gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ein Jahr plus. Der Weg nach Endor. Also ich empfehle, die Straßenbreite hier anzugucken. Das ist ein asphaltierter, also besonders ausgebauter Waldweg, der dazu angelegt war, regelmäßig mit Autos befahren zu werden. Private Pkw, was auch immer. Die Wege im Hambacher Forst, die Polizei zum Patrouillieren braucht, sind noch nicht asphaltiert. Vielleicht kommt das noch. Aber die sind schon teilweise doppelt so breit. An manchen Stellen 3- bis 4-mal so breit, weil der Bagger alles, was er vom Weg schafft, meterweit in den Wald schiebt. So zwischen 3 und 15 Metern ist das. So, das ist hier der Waldausgang und dann machen wir hier gleich Schluss. Wir können noch 10 Minuten weitergehen nach Mannheim, dann am rosa Betonklotz vorbeigehen. Also das könnte im Prinzip eine Straße sein, die wieder befahrbar ist. Auf der anderen Seite ist natürlich Werkstraße, das heißt von dieser Seite wäre es erlaubt reinzufahren, steht kein Verbotsschild. RWE möchte das nicht, deswegen haben sie da
diesen Betonklotz aufgestellt. Ja, es ist jetzt keine Anregung, das zu räumen, was da alles auf den Wegen liegt. Ich glaube, wenn die Polizei hier lang will, dann fährt sie einfach 200 Meter nördlich auf der früheren Autobahn. Aber es gibt halt unterschiedliche Prioritäten. Wenn du irgendwas machen willst, dann machst du das und dann erzählst du irgendwas, was eine Begründung sein könnte. Das können Menschen dann glauben oder nicht. Hey. A, H, A, B steht da. Also ich mache wieder aus.